leasingmarkt.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Und hier ist der Schlüssel zu meinem heutigen Testwagen. Das ist das Facelift vom Hyundai i30 Kombi. Ja, der Hyundai i30 Kombi, man mag es kaum glauben, ist ein Kombi aus dem Segment der Kompaktklasse. Drei Mitbewerber habe ich exemplarisch für euch. Einmal der Opel Astra Sports Tourer, der Seat Leon ST und natürlich das Konzerngeschwisterchen der Kia Ceed SW. Der Hyundai i30 wurde als Facelift der dritten Produktgeneration im Juli 2020 mehr oder weniger im Internet erstmals gezeigt, da Genf ja ausgefallen ist. Er wird in Tschechien gebaut, beim Euro-NCAP-Crashtest hat er im Jahre 2017 alle 5 Sterne bekommen. Hyundai bietet den i30 zu einem Basislistenpreis von 19.486 Euro derzeit an. Unser Testwagen in der höchsten Ausstattungslinie Prime als 1,6 Liter Mildhybrid Diesel handgeschaltet mit allen zusätzlichen Optionen. Dieses Fahrzeug hat einen Listenpreis wohlgemerkt von 31.817 Euro. Ich habe das Auto wie immer für euch konfiguriert. Die Konfiguration findet ihr auf unserer Homepage. Den Link zur Homepage unten im Videobeschreibungstext. Wenn ihr überlegt, so ein Auto zu leasen, klickt einfach auf den ersten Link unter dem Video, nämlich dieser Link führt euch zu unserem Partner leasingmarkt.de. Leasingmarkt.de, die haben immer die besten Leasingangebote, sowohl für gewerbliche Kunden, aber auch für Privatleute. Und wenn ihr dem Link folgt, dann findet ihr die ganzen Leasingangebote zum Hyundai i30. Wenn ihr ein Angebot findet, was euch zusagt, einfach mal eine Anfrage stellen. Man kann dann immer noch mal mit den Parametern spielen und das Ganze auch mit dem Händler verhandeln. Leasingmarkt.de, der erste Link unter dem Video. Wenn ihr nichts verpassen wollt, nicht vergessen zu abonnieren und auch schön die Glocke anmachen. Der 2020 Hyundai i30 Kombi 1,6 CRDi hat einen Mildhybridantrieb in Form eines 1,6 Liter Turbodiesels und einem 48 Volt Startergenerator. Der Turbodiesel leistet 136 PS. Und hat ein maximales Drehmoment von 280 Newtonmeter, welches zwischen 1500 und 3000 Umdrehungen pro Minute anliegt. Unterstützt wird der Motor von einem 48 Volt Startergenerator mit einer Leistung von 12 kW. Die dazugehörige 0,44 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Speicherbatterie befindet sich unter dem Gepäckraum, also im Kofferraum. Geschaltet wird mittels 6-Gang-Handschaltung. Der i30 hat stets Frontantrieb. Unser Testwagen beschleunigt von 0 auf 100 in 10,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller beträgt 4,1 Liter auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 103 Gramm pro Kilometer. Das sind NEFZ-Werte. ELTP 5,3 Liter bei 138 Gramm. Vollgetankt mit 50 Litern Diesel kommt man im Idealfall 1210 Kilometer weit. Optional kann man den Hyundai i30 Kombi auch noch mit 3 Benzinern, darunter 2 Mildhybride, sowie einer leistungsschwächeren Dieselmotorisierung bestellen. Den i30N gibt es weiterhin nur als Hatchback und Fastback. Beim i30 hat Hyundai das Facelift sehr wörtlich genommen und die komplette Front renoviert. Ein ganz neues Gesicht im Prinzip, durch geänderte Stoßfänger, aber auch durch die Lichtsignatur. Und das Heck haben sie ebenfalls überarbeitet. Interessant, auch unter der Haube gibt es jetzt Mildhybride, sowohl als Diesel wie auch als Benziner. Die Ausstattungslinie N-Line, die sportliche Ausstattungslinie, kommt zudem auch nochmal mit einer geschärften Front und bis zu 18 Zoll großen Alufelgen. Auch im Innenraum hat sich was getan. Es gibt jetzt ein 7 Zoll Display hinter dem Lenkrad und ein 10,25 Zoll Display fürs Infotainment-System. Hyundai bietet jetzt mit BlueLink einen Telematikdienst an, wo man mit dem Handy dann auch Sachen aus dem Auto auslesen kann. Also jetzt hier keine wilden Sachen, aber ihr wisst schon, verschlossen, Reichweite, Tank und so weiter. Und dazu wurden natürlich auch die Assistenzsysteme noch überarbeitet. Hyundai bietet den i30 bei uns in Deutschland in 5 Ausstattungslinien an, dazu noch die i30N-Modelle, die laufen aber separat. In der Basis kommt das Fahrzeug noch mit Halogenscheinwerfern und LED-Tagfahrlicht. Unser Fahrzeug in der höchsten Ausstattungslinie Prime hat aber serienmäßig Voll-LED-Scheinwerfer,
und auch unten die Nebelscheinwerfer. In der Basis steht der i30 auf 15 Zoll Stahlfelgen. Zu unserer Ausstattungslinie Prime gehören diese 17 Zoll Alufelgen. Und wie schon gesagt, in der Ausstattungslinie N-Line gibt es sogar noch 18 Zöller. Wir haben eine Bodenfreiheit bei dem Fahrzeug von 140 mm und Hyundai bietet den i30 in 9 Farben an. Die Farbe unseres Testwagens nennt sich Engine Red Uni. So hört er sich an, der 1,6 Liter Diesel nagelt so ein bisschen halt, ne? Aber so gehört sich das ja beim Diesel. Der Auspuff ist versteckt. Das, was ihr am Heck seht, sind Auspuffblenden, Blindstopfen. Auf der rechten Fahrzeugseite befindet sich das Auspuffrohr. Ja, derweil spiele ich noch mit den Rückleuchten rum. Alle Funktionen sollt ihr einmal sehen. Dabei werdet ihr feststellen, nicht alles ist mit LED-Leuchtmitteln umgesetzt. Da sind auch noch ein paar herkömmliche Glühbirnen verbaut. Mit der Funkfernbedienung kann ich das Fahrzeug aus der Ferne ver- und entriegeln. Die Fenster kann ich leider nicht steuern. Ich meine, das könnte man sich eventuell beim Fendler freischalten lassen. Den Schlüssel brauche ich nicht, um das Auto zu betreten, denn zumindest an den vorderen beiden Türen haben wir einen schwarzen Knopf und der sorgt dann auch dafür, dass das Fahrzeug entriegelt wird. Ja, bei 140 mm Bodenfreiheit geht es natürlich schon ein Stück nach unten hier bei dem Kompakten. Ich finde das aber noch vertretbar. Ja, herzlich willkommen im Innenraum hier vom Hyundai i30 Kombi Facelift in der Prime-Ausstattungslinie. Meines Erachtens gehört das alles zur Serienausstattung, was ihr hier seht, weil es ist ja schon die höchste Ausstattungslinie. Ich fange gleich an mit dem Materialcheck. Das Armaturenbrett ist mit einem weichen Werkstoff bezogen bis zu dieser Kante hier vorne. Da haben wir dann ein hartes Material. Das Weiche zieht sich hier runter bis zu dieser Linie, denn das, was ihr hier seht, das ist dann wieder harter Kunststoff, gilt auch fürs Handschuhfach und für die Leiste darunter. Vom Fußraum, da haben wir unten Teppich und dann schließt sich hier der harte Kunststoff auch gleich an. Die Mitte einmal abgeschwenkt, das Infotainment-System ist hochglänzend schwarz eingefasst. Hier haben wir dann ein etwas anderes Kunststoff am Start, das gilt auch hier. Ab und zu ein paar silberne Akzente und auch das ist alles harter Kunststoff. Die Sitze sind in der Sitzbahn, also die Sitzbahnen sind mit Stoff bezogen, außen dann mit Kunstleder und die Kopfstütze, das ist auch Kunstleder, genauso wie hier die Mittelarmlehne. In der Tür oben wieder ein weiches Material. Das gilt auch für den Bereich. Das würde ich hier fast Kunstleder nennen. Dann haben wir hier ein bisschen harten Kunststoff, so auch im unteren Bereich. Die A-Säule ist nicht nur mit Stoff bezogen, sondern das habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt, sondern auch leicht unterschäumt. Das gilt dann auch für den Himmel, sowohl der Stoff als auch die Unterfütterung. Ich muss erstmal hier über die A-Säulen hinwegkommen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hatte. Ne? Nicht nur mit Stoff bezogen, sondern aufgepolstert. Trotzdem, alles im oberen Bereich ist noch schön. Darunter wird es dann hart, was den Kunststoff angeht zumindest. Ja, aber trotzdem vom Materialmix, ich denke für die Preisklasse noch in Ordnung. Ja, dann Thema Ergonomie. Hier ist der Startknopf. Dabei Fuß auf die Kupplung und auf die Bremse und kein Gang eingelegt, sonst startet der Wagen nicht. Wenn er denn startet, aber hier oben das Infotainment-System jetzt in 10,25 Zoll. Natürlich ein Touchscreen, wo man auch swipen und sonst was machen kann. Da unten dann Touch-Tasten, aber ich bin sehr dankbar, ein Drehregler für die Lautstärke zumindest. Unter dem Drehregler zentral dann auch das Warndreieck, also der Warnblinkschalter. Der ist auch dann, ne, sehr gut vom Lenkrad zu erreichen und auch sehr auffällig, schön, dass er mittig angebracht ist. Die Lüftungsdüsen kann ich begrenzt frei verstellen. Den Luftstrom regle ich dann hier über die Drehregler und nach dem gleichen Prinzip funktionieren auch die äußeren Lüftungsdüsen. Dann hier nochmal mittig die Zentralverriegelung, darunter dann die Steuerung der Klimaanlage, 2 Klimazonen habe ich und ausschalten könnte ich das Ganze natürlich auch. Links und rechts neben dem Schalthebel dann die Sitzheizung, dreistufig, die wird auch richtig schön warm. So auch hier die Lenkradheizung auf der linken Seite mit dem Schalter versehen. Da schalte ich durch die drei Fahrmodi und auf der rechten Seite kann ich die Parkpiepser noch deaktivieren und die Rückfahrkamera einschalten, dachte ich. Geht aber nicht.
Ja, ignorieren wir einfach hinter dem Schalthebel dann noch die Parkbremse und einen Auto-Hold-Button gibt es auch noch. Das Lenkrad ist erstmal mit Leder bezogen. Unten haben wir hier so eine Art Chromspange und auch noch mal ein bisschen hochglänzend schwarz. Hatte ich auch noch nicht. Eine 6-Uhr-Markierung quasi auf dem Lenkrad. Kann man machen. Es handelt sich auf jeden Fall um ein Multifunktionslenkrad. Dieses kann ich selbstverständlich manuell verstellen. Und das ist hier der komplette Radius, den ich euch zeige. Selbst wenn ich es in die tiefste Position bringe, kann ich alles Wesentliche aus dem Cockpit noch ablesen. Die Lenkradbelegung auf der linken Seite ist dann komplett zur Steuerung des Infotainment-Systems gedacht. Auf der rechten Seite habe ich hier im linken Bereich den Bordcomputer und das ist dann die Steuerung vom Tempomaten bzw. auch vom aktiven Spurhalteassistenten. Auf der rechten Seite habe ich dann den Scheibenwischerschalter an der Lenkstocksäule für die Scheibenwischer vorne und hier zum Drehen hinten. Auf der Gegenseite natürlich Blinker, Lichthupe und Fernlicht. Dazu noch der Lichtschalter und Nebelschlussleuchte und Nebelscheinwerfer kann ich hier auch noch aktivieren. Links neben dem Lenkrad haben wir dann noch hier Schalter und Drehregler für alles andere. Die Scheinwerfer kann ich verstellen, Cockpit-Helligkeit regeln, Start-Stopp deaktivieren, Reifendruck und ESC, also Reifendruck programmieren und ESC rausregeln. In der Erweiterung der Armlehne haben wir die 4 elektrischen Fensterheber, wohl auch alle mit Automatikfunktion. Die hinteren kann ich hier sperren und dann habe ich noch die Spiegelverstellung, wenn ich hier drauf tippe. Fahren die Spiegel an, elektrisch. Ich bin 1,80 Meter groß, presse mich mal in den Sitz, der ist schon in der tiefsten Position und bekomme hier eine Faust, sogar noch ein bisschen mehr aufgestellt, zwischen meinen Kopf und den Himmel. Ich habe also genug Kopffreiheit, merke ich auch so. Ich sitze ja im kompakten Fahrzeug, zwischen den Sitzen gut 22 cm waren das, glaube ich, oder 20, naja, jedenfalls genug Platz. Die Mittelarmlehne allerdings nur für eine Person geeignet. Ich bin hier mit dem Fahrzeug auch mit 2 Erwachsenen gefahren. Man kommt sich nicht ins Gehege, aber man merkt halt schon, dass es ein kompakter ist. Schön auch, dass ab der A-Säule alles in hell gehalten ist. Dann drückt es halt nicht so runter, sondern hebt sich nochmal hoch. Durch das neue Display, was ja hier aufgesetzt ist, habe ich auch keinen freien Blick über den Schwung des Armaturenbretts, sodass hier auch nicht zumindest das Visuelle größer erscheint. Das ist kein Deutsch. Sodass es hier auch nicht visuell größer erscheint, als es tatsächlich ist. Ja, mit den Sitzen habe ich so leichte Probleme. Das mag aber sehr persönlich sein. Ich finde, da wo mein Po drin sitzt, das ist mir ein bisschen zu weich. Die Lehne ist zumindest klasse. Die bietet auch eine ganze Menge Seitenhalt. Der Sitz ist elektrisch verstellbar. Ich kann den ganzen Heben und Senken vorne anstellen oder auch nicht. Die Lehne kann ich natürlich auch verstellen. Und wir haben eine Lordosestütze, die man rein und rausfahren kann, allerdings nicht in der Höhe verstellen. Der Fahrersitz ist elektrisch verstellbar, der Beifahrersitz nicht, aber auch bei dem haben wir eine Höhenverstellung. Dann starte ich den Motor nochmal, damit ihr hier Startanimation und Lichtorgel seht. In der Mitte also dieses neue 7 Zoll Display, ein Farbdisplay, wie man hier gut erkennen kann. Außen dann der Drehzahlmesser in dem einen Flügel links und im rechten Flügel Kühlwassertemperaturanzeige und Tankanzeige. Ja, das ist das Cockpit. Wenn ich durch die Fahrmodi durchschalte, dann ändert sich farblich noch was. Sonst haben wir hier, wo jetzt Rückwärtsgang steht, eine Ganganzeige. Da dann auch mit einer Schaltempfehlungsanzeige geht das einher. Oben die Assistenzsysteme, da wird auch nochmal das Fahrprogramm gezeigt. Außen dann, wie weit komme ich noch mit meinem Tankinhalt und 10.371 Kilometer ist das Auto bisher gelaufen. Draußen sind es aktuell 9 Grad. Ja, damit habe ich auch schon alles gezeigt. Das kann ich hier nochmal durchschalten durch den Bordcomputer quasi. Das sind also die ganzen Angaben, die ihr hier kriegt, unter anderem auch die digitale Geschwindigkeit. Übrigens hier im Kranz, das ist auch der Tachometer. Ne? Und was sie hier ganz neckisch gemacht haben, da oben und unten seht ihr noch Formteile, die dann hier digital nochmal gestreckt werden. Geschmackssache kann man machen, muss man aber glaube ich nicht. Und ich kann natürlich hier auch noch durchschalten,
Navigation und Assistenzsysteme haben auch nochmal einen eigenen Screen. Dann gleich die Rundumsicht. An der B-Säule kann ich gut vorbeisehen. Das gilt auch für die beiden A-Säulen. Ja, guck mal, wie schief ihr da hängt, aber das Bild ist doch eigentlich ganz gut gerade, oder? Naja, man weiß es nicht. B-Säule in Ordnung, C-Säule, zwischen C und D-Säule ein großes Fenster, das hilft. Da hinten haben wir dann trotzdem einen toten Winkel. Und die Heckscheibe ist ganz schön klein, ne? Sieht fast so ein bisschen aus, wie man Pro sieht. Aber das ist halt der ganz normale Kombi hier. Den toten Winkel lösen wir einfach auf, indem wir vorher in den Außenspiegel schauen. Dann können wir da niemanden übersehen. Die Spiegelfläche ist auch an den Kompakten angepasst, also angenehm groß und man hat eine gute Sicht nach hinten. Das gilt eben nur bedingt für den Rückspiegel, gerade weil der Ausschnitt der Heckscheibe doch recht klein ist und auch relativ hoch sitzt, aber auf der Autobahn. Da kann man alles gut hinten raus sehen. Beim Rangieren hilft dann die Rückfahrkamera. Hier rechts melden sich dann auch die Parksensoren, wenn es da was zu melden gibt. Wenn ich am Lenkrad drehe, drehen sich die Linien noch mit. Das Bild, ach, so unscharf ist das gar nicht, ne? Und eigentlich auch ganz farbenfroh. Ja, kann man machen. Ja, damit habe ich euch alles gezeigt. Was noch fehlt, ist der Hupencheck. Miep. Miep. So hört sich die Hupe im i30 Kombi Facelift an. Ja, in dieser Sektion geht es um die ganzen Ablagen und die weiteren Funktionen, die ich bisher noch nicht gezeigt habe. Ich fange wie immer an mit den Türtaschen. Ja, wer Ausfahrt TV nicht kennt, denkt, ich bin Vollidiot, aber gut. Hier habe ich meine Musterflasche, die habe ich immer dabei, eine halbe Liter Flasche Y-Food. Y-Food ist mein Partner. Die kredenzen euch eine Trinkmahlzeit, heute mal als Fresh Berry. 500 Milliliter haben 500 Kalorien, die wichtigsten Nährstoffe, die man so braucht, sind mit dabei. Mich macht das dann 4 Stunden satt und für mich ist eine super Alternative zum Fastfood-Essen, wenn ich unterwegs bin oder auch hier Süßigkeiten essen am Bilster Berg. Darum konsumiere ich das tatsächlich auch selber. Diese halbe Liter Flasche könnt ihr bestellen, übrigens auch. Alex blendet einen Code ein, genauso die kleinere Flasche. Das sind 330 Milliliter. Aber was ich sagen wollte, diese halbe Liter Flasche passt hier gut rein. Da passt auch eine Liter Flasche und die kleinere Flasche passt hier vorne noch rein. Da hinten haben wir auch noch ein Fach. Allerdings, die Türtasche endet hier schon. Das haben sie also alles verschenkt. Dafür könnte man hier die Griffschale noch als Ablage nutzen. Da ist zumindest auch eine kleine rutschfeste Matte drin. Die nächste Ablage befindet sich dann hier hinter dieser Klappe. Ich fahre die mal hoch. Da habe ich schon mein Kabel geparkt, damit das ordentlicher aussieht. Also ein USB-Anschluss, ein 12-Volt-Anschluss, den ich bis 180 Watt belasten kann. Und eine Ablagefläche, auch rutschfest. Hier kann ich dann mein Handy reinlegen, wenn ich denn möchte. Und das wird, sofern die Zündung an ist, dann auch noch induktiv geladen. Also man hat sowohl den USB-Anschluss, der auch mit dem Infotainment-System verbunden ist, als auch hier die Möglichkeit, Telefone induktiv zu laden. Hinter dem Gangwallhebel, das Ding hier kann ich aufziehen. Dahinter verbergen sich dann 2 Getränkehalter mit jeweils 2 Abstandshaltern. Und man sieht es so schon, der vordere ist definitiv größer als der hintere. Dann bemühe ich wieder meine Musterflaschen. Die halbe Liter Flasche, wenn ich die hinten reinpresse, sitzt die bombenfest. Vorne hat sie hingegen ein bisschen Spiel und die kleinere Flasche, wenn ich die hinten einsetze, hat die genauso viel Spiel wie die vorne. Das passt auf jeden Fall ganz gut. Wenn man halt nichts trinken möchte, dann schließt man die Lade wieder. Daneben haben wir noch ein Fach, da habe ich jetzt den Schlüssel reingelegt. Das ist nicht rutschfest, sondern harter Kunststoff, der so eine Struktur hat. Trotzdem passt der Schlüssel da gut rein. Die Getränkehalter haben übrigens eine rutschfeste Matte unten drin. Lustig. Gut, die Armablage, die kann ich nicht verstellen, aber natürlich öffnen. Da befindet sich jetzt nochmal ein 12-Volt-Anschluss. Auch den kann ich mit 180 Watt belasten. Und mal als Größenvergleich, weder die große noch die kleine Flasche kann ich hier wirklich abstellen, reinlegen. Zumindest kann ich dann die Armablage nicht mehr schließen. Wenn ich die kleine so verkante, dann geht es wohl. Ein Handschuhfach gibt es auch noch, das ist beleuchtet. Guckt euch mal die Bordmappe an. Ja, viel Spaß beim Lesen. Erst wenn du die durch hast, darfst du das Auto fahren. Sonst ist das Fach aber eher schlicht gehalten. Keine weiteren Ablagemöglichkeiten oder andere Sachen.
Ja, geht das? Nee, das geht auch nicht. Ja, mit dem Ding ist das Teil aber auch schon fast voll. Ne? Die Sonnenblende verfügt über einen Make-up-Spiegel. Spiegelfläche auch angenehm groß für ein kompaktes Fahrzeug. Daneben dann noch ein Clip. Achso, was ich noch zeigen wollte. Die Leuchte hier oben kann ich anstellen, dann ist das Ganze auch beleuchtet. Muss ich aber manuell machen. Wenn ich das Ding zuklappe, ist die aber auch wieder automatisch aus. Also semi-automatisch, also halbautomatisch. Die Sonnenblende kann ich zur Seite klappen und hier ist auch nur ein schmaler Bereich, wo die Sonne noch einfallen kann. Den kann ich aber nicht schließen, weil ich die nicht ausziehen kann. Ja, an der Fahrerseite habe ich keine Haltegriffe, aber an allen anderen drei Türen. In der Dachkonsole habe ich erstmal Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer. Das ist dann aber auch gleichzeitig die Einstiegsbeleuchtung. Und dazu haben wir hier noch ein Brillenfach mit Stoff ausgekleidet und groß genug, um Standardbrillen ja, zu beherbergen, aufzunehmen, was auch immer. Gut, damit habe ich euch alle weiteren Funktionen und alle Ablagen gezeigt. Ich finde es immer sehr schade, wenn in den Türtaschen so viel Platz verschenkt wird, weil so viel Platz bietet das Auto dann auch nicht. Das relativ kleine Türtaschen, relativ klein und im Pfandschuhfach zumindest, wenn man das Bordmaterial mitnimmt, auch nicht wirklich viel Platz. Ne? Ja, dann zeige ich euch einmal die wichtigsten Funktionen hier vom Infotainment-System. Das Ganze allerdings sehr rudimentär. Es wird ja sonst die Zeit sprengen. Ich habe mein Telefon jetzt mit dem USB-Kabel verbunden und habe dann hier auch das Apple CarPlay-Symbol. Apple CarPlay wird hier auch vollflächig angezeigt. Das ist ganz angenehm, weil dann die Icons wirklich groß sind und beim Fahren kann man sie dann auch gut erreichen und erwischen. Gut, das brauchen wir nicht, sondern wir gucken uns das mal an. Das ist der Startbildschirm. Und dann habe ich hier, wenn ich weiter swipe, alle weiteren Funktionen. Unter anderem hat die Klimaanlage auch noch eine eigene Ansicht. Oben ist immer so ein Home-Button. Daneben immer irgendwelche Optionen. Die Uhrzeit, das Datum wird mir angezeigt. Und hier dann noch Connectivity-Geschichten bzw. Verkehrsfunk und so weiter. Ja, jetzt interessiert mich erstmal, hoppla, der Bereich Radio. Hören dürfen wir natürlich nicht, sonst müssen wir GEMA zahlen, wollen wir nicht. Also, das ist der Screen, so empfängt er mich. Achso, das kann ich euch auch noch sagen. Ich kann hier überall immer noch so Reiter ausklappen. Da kann ich auch durchscrollen, je nachdem, was ich sehen möchte und was sich hier halt in dem Hauptscreen befindet. Und der restliche Screen schiebt sich dann auch immer so ein bisschen so zusammen. Ja, dann können wir hier erstmal gucken, kann zwischen AM und DAB FM, DAB ist serienmäßig mit dabei, wählen. Dann hier oben kann ich sagen, ich möchte mal die Senderliste sehen. Da zeigt er dann alles auf, was hier gefunden wird. Der wichtigste Sender ist aber hier schon dabei, Radio Bob. Wenn ich jetzt sage, hier, ich klicke auf den Sternchen, dann wird er hier unten auch in den Favoriten abgelegt. Ja, und weitere Optionen brauchen wir eigentlich nicht. Was noch wichtig sind, ist die Audioeinstellung. Einen Fader habe ich natürlich und einen dreistufigen Equalizer. Dazu noch weitere Funktionen. Ja, zurück auf Start. Medien hatten wir hier auch noch. Da können wir zumindest mal reingucken. Ah ja. Das habe ich schon im neuen Sorento so toll gefunden. Die bringen hier so Naturgeräusche mit. Finde ich Bombe. Hört sich auch richtig gut an, ne, wenn man mal so chillen will im Stau oder nachts durch die Gegend fährt. Achso, ja, jetzt bleibt das aber auch so. Aber eigentlich wollte ich ja gucken, Medien, was gibt es sonst noch? Medienquellen, Bluetooth-Audio, USB, USB-Video, Apple CarPlay, Android Auto. Haben wir aber alles nicht. Schließen. So, auch hier bitte mal Ruhe. Im Karton, Telefon brauchen wir nicht. Bluelink ist dann der neue Telematikdienst. Du kannst hier eine Handy-App installieren, habe ich jetzt nicht gemacht, und das Ganze dann verbinden. Das ist meistens für uns als Tester mit ziemlich viel Stress verbunden, weil wir dann mit dem Hersteller erst reden müssen, dass das Handy freigegeben wird und so weiter und so fort. Für euch ist das dann ein Kinderspiel. Naturklänge, hier kann man die auch nochmal direkt ansteuern, wenn man möchte. Gut, dann klicken wir jetzt hier mal auf Suche. Und ich möchte keine Stichwörter eingeben, sondern eigentlich eine Adresse. Nö, Handbuch. Gut, dann probieren wir das mal. Wärter, Straße. Das ist ja immer die gleiche Adresse, die ich hier eingebe.
in Bielefeld. Okay. Ah, okay, ich muss das einfach nur eingeben. Jetzt zeigt er mir auch das Ziel hier in der Übersicht. Ich kann das Ganze anklicken. Dann wird mir das hier nochmal kredenzt. Als Ziel festlegen möchte ich das Ganze. Und jetzt wird die Online-Routenführung berechnet. Zeigt mir hier zwei Routen an. Die schnelle ist 80 Kilometer. Die drücke ich jetzt mal. Das kann ich hier noch wechseln zwischen den unterschiedlichen Ansichten. Den Maßstab könnte ich auch noch ändern, wenn ich denn möchte. Und die Navigation unterbrechen tue ich hier. Dann ist das wieder auf Null gesetzt. Mal gucken, was die Spracherkennung kann. Sprechen Sie einen Befehl. Fahre mich nach Bielefeld, Wertherstraße 42. Möchten Sie dieses Ziel setzen? Ja. Die Navigationsführung beginnt jetzt. Ja, das hat ja problemlos geklappt. Bla bla bla, das muss ich jetzt hier händisch halt noch angeben. Route starten finde ich aber okay, aber jetzt muss ich noch mal gucken. Sprechen Sie einen Befehl. Wie ist das Wetter in London? Aktuell ist es in London sonnig mit einer Temperatur von 12 Grad. Okay, sowas geht auch. Na schick. Gut, auch die Route brechen wir wieder ab. Gehe nochmal auf Start. Ich gucke einmal, ob ich nichts Wichtiges vergessen habe. Hier einmal durch die Einstellung können wir nochmal gucken. Fahrzeugeinstellungen, was kann man da machen? Fahrassistenzsysteme, aha, Kombi-Instrument. Inhalte auswählen, aha, aha, aha. Ja, nicht so spannend. Licht, Klimaanlage, Tür, Komfort, Standard. Naja. Gut, das soll es gewesen sein zu dem Infotainment-System. Ja, nur mal so, natürlich hätte ich hier auch die Tasten unten für Map, Nav, Radio und Media nutzen können. Und das muss man hier nicht immer über das System eingeben. Ja, die Boxen hier nicht ganz so prickelnd für meinen Geschmack. So fürs normale Radio hören gehen die auf jeden Fall. Nachrichten, Podcast, alles in Ordnung. Aber wenn man lauter Musik hören möchte, dann kommen die sehr schnell an ihre Grenzen. Was so ein bisschen schade ist, weil das ja schon die höchste Ausstattungslinie ist. Als Vertreter des Kompaktsegments ist es ja immer wieder interessant, finde ich zumindest, wie viel Platz habe ich denn auf der Rücksitzbank bei dem Kompakten und wie sieht das mit der Ausstattung aus? Beides zeige ich euch jetzt. Das Platzangebot im Fußraum sieht schon mal okay aus. Den Kopf muss ich sicherlich ein bisschen einziehen hier beim Einsteigen. Ja, erster Eindruck ist okay. Ja, und so sitze ich hier hinten auf der Rücksitzbank. Der Fahrersitz ist auf mich eingestellt. Ich bin 1,80 Meter groß. Ich bekomme leider meine Füße, ich habe auch ein bisschen klobige Schuhe an, ja, gerade eben so bis zum vorderen oder zum Beginn des Spanns unter den Sitz geschoben. Der ist allerdings auch in der tiefsten Position eingestellt. Die Kopflehne erreiche ich hier ohne Probleme. Zwischen meinem Kopf und dem Himmel passt auch hier eine aufgestellte Faust. Wenn ich meinen Kopf zur Seite drehe, stoße ich hier auch nicht gleich an den Dachholm. Die Beinfreiheit ist auch okay, wenn auch nicht großzügig. Aber es muss auch nicht großzügig sein im Kompakten. Es muss okay sein und das ist hier gegeben. Ich sitze also erstmal gut. Die Stoffbahnen auch hier hinten mit Stoff bezogen. Die Sitzbahnen auch hier hinten mit Stoff bezogen. In der Mitte haben wir dann Kunstleder bzw. auch in einem äußeren Bereich. Gucken wir uns hier hinten mal die Ausstattung an. Hier wieder der halbe Liter Y-Food. Hier hinten passt der auch wirklich gerade noch so rein. Die zweite Flasche habe ich versucht da noch zu verstauen. Das passt allerdings nicht dahinter und davor habe ich ein bisschen Platz, aber nicht für ein Getränk. Und hier wird auch keine Literflasche reinpassen. Dafür können wir die Griffschale auch hier hinten als Ablage nutzen. Und es gibt auch Fensterheber, elektrische. Ja, die sind mit einer Automatikfunktion ausgestattet, die Fenster getönt, versenken sich nicht ganz vollständig, aber hier die kleine Kante, das finde ich noch voll vertretbar. Im oberen Bereich habe ich einen Haltegriff mit einem Kleiderhaken. Hier kann ich das Gepäcknetz einhängen. An der B-Säule gibt es einen weiteren Kleiderhaken.
Die Sitze sind erstmal hinten hart verschalzt, finde ich immer ganz gut. Gerade wenn man größer ist, bohrt man dem Fahrer nicht die Knie in den Rücken. Und hier hinten haben wir eine Netztasche. Auf der rechten Seite habe ich hier ein bisschen Material drin. Das ist nicht ganz DIN A4, zeigt aber, glaube ich, ganz gut, dass DIN A4 hier auch quer sowie natürlich auch hochkant hineinpasst. An der Decke eine einzelne Leuchte, das ist quasi die Einstiegsbeleuchtung, also keine Leseleuchte. In der Mitte zwei Luftausströmer, die ich frei verstellen kann, und den Luftstrom kann ich hier in der Mitte regeln. Im unteren Bereich ist aber nichts, kein Strom. Ja, in der Mitte gibt es eine Armlehne, die ich ausklappen kann. Da sind dann auch zwei Getränkehalter, ähnlich wie vorne, mit unterschiedlichen Größen. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, Skier zumindest durchzuladen. Viel mehr wird da auch nicht durchpassen oder leisten halt. Ja, jetzt nehme ich wieder meine beiden Getränke, wie ich vorne gelernt habe. Die große Flasche ins Große, die kleine ins Kleine. Das ist aber hier wohl doch ein bisschen größer. Es fehlen auf jeden Fall die Abstandshalter, denn die kleine wackelt ziemlich. Ich glaube aber nicht, dass die rauswackelt. Die größere sitzt deutlich fester. Ja. Macht auch keinen Unterschied, wenn ich die Flaschen wechsle. Die Armablage kann ich natürlich auch als solche nutzen und wenn ich mich ein bisschen einschränke, auch mit meinem Sitznachbarn teilen. Ja, generell vom Platzangebot. Also ich brauche hier fast bis zu dieser Naht den Platz. Das heißt, der Mittelplatz, wenn zwei Leute meines Kalibers hier sitzen, gerade mal so schmal. Ich setze mich trotzdem hier auch nochmal in die Mitte. Hier sitze ich deutlich höher, auch das Rückenteil ist unangenehm hart und ich bin mit meinen beiden Oberschenkeln über den Stoff sitzbar. Also drei Personen mit meinem Körperausmaß. Genau, die hätten es hier schon mehr als kuschelig und nicht zu sagen eng. Ja, was die lieben Kinderchen angeht, die Gurte hier hinten ausreichend lang, um Babyschalen und Kindersitze anzuschnallen. Man hat sogar noch ein bisschen Spiel dabei. Die Türöffnung, ja, größere Kindersitze muss man, glaube ich, ein bisschen verkanten. Muss man auch sehen, ob das hier reicht, wenn die ihre Beinchen ausstrecken im Sitz, ob die dann nicht hier schon gegen den Sitz stoßen. Ich denke, das ist aber alles noch in Ordnung. Wir haben hinten elektrische Fensterheber, die sind auch mit einem Einklemmschutz versehen, der recht schnell reagiert, könnte noch ein bisschen sanfter an der Hand sein, ist aber voll okay. Die Isofix-Halterungen verbergen sich hinter so Kappen, man schiebt die Isofix-Halterung also einfach rein und die verbleiben einfach im Auto, finde ich gut. Die Gurtpeitschen hier hinten, zumindest für die äußeren Sitzplätze, starr, sodass sich kleine Kinder auch problemlos selbstständig anschnallen können. Der mittlere Gurt, der hat dann wabbelige Gurtpeitschen. Der Gurt hängt aber zumindest hier fest an der Rücksitzbank und den muss man nicht erst angeln irgendwie vom Dach aus. Den Beifahrer-Airbag kann ich über ein Schlüsselbart, den ich aus dem Funkschlüssel friemeln kann, deaktivieren in der Tür. Leider gibt es keine Isofix-Halterung auf dem Beifahrersitz. Und diesen Schlüsselbart oder eben Schraubenzieher brauche ich auch, um die Kindersicherung an den hinteren Türen zu aktivieren. Der Hyundai i30 kommt ohne elektrische Kofferraumklappe. Ich habe hier einen Taster, den ich drücken kann und dann entriegelt sich der Kofferraum auch bei verschlossenem Fahrzeug und die Klappe öffnet sich mit Hilfe der beiden Gasdruckdämpfer. In den Kofferraum vom 2020 Hyundai i30 Kombi Mildhybrid passen 602 Liter. Bei umgeklappter Rücksitzbank sind es 1650 Liter. Ja, dann zeige ich euch gerne noch den Kofferraum. Es fängt hier an mit diversen Fächern. Fach 1, da soll wohl das Warndreieck eigentlich drin sitzen und die Verbandstasche. An der Seite dann auch so kleinere Fächer noch und die Zurösen hier auf beiden Seiten. Dann links noch ein weiteres Fach. Und auf der rechten Seite ebenso, das ist ein bisschen schmaler. Hier auf der rechten Seite auch die Kofferraumbeleuchtung, ein 12-Volt-Anschluss, den ich mit 180 Watt belasten kann und einen Taschenhaken. Auf der linken Seite gibt es dafür gleich zwei Taschenhaken, aber eigentlich war ich hier noch gar nicht fertig. Dann gibt es hier das nächste Fach, da haben sie jetzt alles reingelegt, was da vorne hin sollte, plus noch ein Netz und das Tire-Kit. Und dann haben wir hier in dem Bereich auch noch so schmale Fächer, also nicht schmale, aber die sind halt nicht ganz so tief. Vermutlich sitzt da der Akku von dem Mildhybrid drunter. Und ganz hinten haben wir noch ein Fach, da sitzt das Gepäcktrennnetz drin. Und hier sind dann auch so Klappen, damit man das dann nachher
befestigen kann. Der Sichtschutz, der läuft hier in der Führungsschiene. Das finde ich ganz praktisch. Dann wabbelt der nicht so rum. Aber so eine One-Tap-Geschichte ist es nicht, sondern man muss den halt wirklich so runterfedern lassen. Und ich kann das ausbauen, indem ich das hier ein bisschen zusammendrücke. Und dann passt, kann ich die ganze Schiene hier halt rausnehmen. Ja, der muss dann auch in der Garage bleiben, denn leider gibt es hier nicht die Möglichkeit, das Ding zu verstauen. Noch ein Blick an die Klappe. Da habe ich hier auf der einen Seite wie auf der anderen Seite Griffschalen, um die Klappe halt zuzuziehen. Mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich mit meinen 1,80 Meter gerade ebenso noch an die Entriegelung der Rücksitzbank. 60% fallen auf der linken Seite und die restlichen 40 dann auf der rechten Seite, auf der linken Seite. Ihr wisst schon, meine Schwäche. Und ganz eben ist die Ladefläche nicht da, wo ich die Rücksitze umgelegt habe, die Rücksitzbank lehnen. Da steigt das Ganze nach vorne hin an. Das Gepäcknetz, das kann ich einmal hier im vorderen Bereich einhängen. Dann bleibt aber hier zumindest ein Loch. Oder halt auch hier im hinteren Bereich. Da ist dann geschützt, wenn ich die Rücksitzbank wieder aufstelle, dann kann halt nichts nach vorne fallen. Wenn ich die Rücksitzbank umgelegt habe, passt mein 28 Zoll Rennrad hier im Ganzen ganz geschmeidig in den Laderaum. Bin ich hingegen gewillt, die Laufräder auszubauen, dann brauche ich die Rücksitzbank gar nicht umklappen. Dann passt der 28 Zoll Rahmen und die Räder hier bequem auch so in den Kofferraum. 485 Kilogramm darf ich zuladen hier bei unserem Testwagen. Davon 80 Kilogramm aufs Dach bzw. auf die Dachreling schnallen. Hyundai bietet auch eine Anhängerkupplung an. Die hat eine Stützlast von 80 Kilogramm. Und da darf ich mit dem Fahrzeug 1,5 Tonnen ziehen, wenn der Anhänger eine eigene Bremsanlage hat. Sonst bin ich limitiert auf ein Zuggewicht von 650 Kilogramm. Ja, herzlich willkommen zu meinem Fahreindruck hier mit dem Hyundai i30 Facelift unter der Haube. Der 136 PS starke Diesel als Mildhybrid. Das Ganze als Handschalter und ich drehe hier erstmal brav auf der Kraxer Straße. Die Servounterstützung ist sehr angenehm. Und jetzt nochmal den Lenkeinschlag, eine Umdrehung und eine Viertel, das heißt 2,5 Lenkradumdrehungen von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Wir haben hier einen Wendekreis von 10,6 Meter, also durchaus handlich auch für die Stadt. Ja, der i30 mit dem Mildhybrid Diesel kommt auch mit drei Fahrprogrammen. Hier ist der Drive-Mode-Schalter. Ich bin zu weitestgehend in Eco gefahren. Das wäre der Fahrmodus normal. Seht ihr auch im Cockpit, dass sich die Hintergrundfarbe immer ein bisschen ändert. Grün, blau und jetzt Sport ist rot. Ja, in den unteren Geschwindigkeiten hört man den Diesel sehr stark nageln. Der eine oder andere mag das störend finden, je nachdem wie geräuschempfindlich man ist. Ja, im Sportprogramm jetzt auch hier auf meine Beschleunigungsstrecke, zumindest die für 0 auf 100. Ah, ja, das bleibt nicht aus. Ja, 100 haben wir erreicht vorm 70-Schild. Es sind 4 Grad, die Straße ist leicht nass. Da kann es zu Traktionsproblemen kommen. Jetzt einmal hier aber kurz der Augenmerk in der Tunnelunterführung auf die Schalter, die links wie rechts wie mittig blau von hinten beleuchtet sind, sodass man sie auch im Dunkeln gut finden kann. Auf der linken Seite des Displays bekomme ich zudem Schaltempfehlungen. Geschaltet wird ja hier mit der Hand, wie ihr seht. Wir haben ein manuelles 6-Gang-Getriebe, was unterstützt wird von einer elektronisch geregelten Kupplung. Die ist aber im Prinzip nur dann aktiv oder wird interessant, wenn der Mildhybrid seinen Vorteil ausspielt. Also wenn ich jetzt irgendwie ausrolle, beziehungsweise ich habe noch nicht mal ausgekuppelt, sondern ich fahre langsam auf irgendeinen Stopp zu oder dann segelt das Fahrzeug halt schon mal und kuppelt dabei den Gang aus, ohne dass ich die Kupplung trete, und kuppelt dann auch wieder ein, ohne dass ich die Kupplung trete, um halt die Vorteile des Mildhybrids entsprechend auszuschöpfen. Ja, den Tempomaten habe ich jetzt auf 55 km/h gesetzt, wie immer, wenn ich hier auf meine Fahrwerkstrecke zufahre. Es fängt ja an mit den beiden Dehnfugen hier im vorderen Bereich.
Die spüre ich sehr, sehr deutlich. Und auch die Wellen gleicht der Wagen nicht wirklich aus. Die tieferen Wellen mit Schlaglochcharakter, auch die spüre ich. Ich will nicht sagen, dass das Fahrzeug unkomfortabel ist, aber ich könnte mir eine deutlich komfortablere ein deutlich komfortableres Fahrwerk vorstellen. Um nicht zu sagen, hier in der Standardabstimmung ist mir das Fahrwerk eigentlich ein bisschen zu straff. Die 6-Gang-Handschaltung lässt sich im Übrigen gut bedienen. Wir haben hier eine sehr präzise Schaltkulisse und ich habe mich während meiner Testfahrt nicht einmal verschaltet. Das ist schon alles sehr ordentlich. Ja, wir haben ums Fahrzeug herum Scheibenbremsen. Das Bremspedal lässt sich schön dosieren. Man hat auch einen guten Druckpunkt. Und ich hatte nicht irgendwie ansatzweise das Gefühl während meiner Testfahrt, dass die Bremsanlage ein Problem mit dem Eigengewicht von 1445 Kilo hier vom i30 Kombi hat. Wie gesagt, die Straße ist feucht und es ist kalt. Von daher werde ich hier nichts groß riskieren. Kann euch aber so schon sagen, dass die Sitze im oberen Bereich durchaus ein bisschen Seitenhalt bieten. Ich habe allerdings ein bisschen Probleme mit dem Sitzkissen. Mein zarter Po scheint etwas zu breit für den Sitz zu sein, denn an den äußeren Bereichen bleibe ich immer mal hängen. Jetzt mal aufs Gas hier. Soll reichen. Es geht ja immer nur so um ersten Eindruck, wie schnell beschleunigt das Fahrzeug. Ich glaube, ich habe es eben gar nicht richtig erwähnt. Der Sprint von 0 auf 100 unter idealen Bedingungen in 10,4 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit erreicht man dann bei 200 km/h. Der Tempomat ist auf 100 km/h eingestellt. Im 6. Gang drehen wir hier bei 1900 Umdrehungen. Ich höre schon leichte Windgeräusche. Ja, aber sonst vom Motor höre ich gar nichts. Wohl höre ich aber hier den Civic, der mich gerade überholt. Also die Dämmung zur Seite nicht ganz so stark. Bei 120 im 6. drehen wir jetzt bei 2200 Umdrehungen. Die Windgeräusche haben vielleicht einen Hauch zugenommen, aber richtig laut sind sie immer noch nicht. 140 dann bei 2500 Umdrehungen. Jetzt haben die Windgeräusche doch spürbar zugenommen. Meine Stimme muss sich zwar noch nicht heben, aber es ist schon ein bisschen lauter jetzt. 160 im 6. Gang, dann bei 3000 Umdrehungen. Die Windgeräusche noch mal lauter. Jetzt hebe ich meine Stimme definitiv. Das wäre jetzt schon so an der Grenze vom Geräuschniveau, bei dem ich mich unterhalten wollen würde. 180 dann bei 3200 Umdrehungen. Ja, ist noch mal lauter geworden. Alleine würde ich so fahren wollen, zu zweit dann aber nicht mehr. Das wäre mir definitiv zu laut. Ja, auch der Doppelkreisel leider noch feucht. Dass wir auch hier nichts groß riskieren wollen. Aber jetzt so im Humanverkehr, da merkt man, das Auto schiebt nicht groß über die Vorderräder, sondern lässt sich gut beherrschen. Und auch die Lenkung finde ich angenehm präzise, vielleicht nicht gerade sportlich direkt, aber das Auto folgt den Lenkbewegungen so, wie man sich das wünscht. Ja, ich bin mal vom Gas gegangen, jetzt geht es hier so leicht abschüssig und dann schaltet der Wagen in den Segelmodus. Das wird mir unten im Display auch entsprechend angezeigt. Das Fahrzeug ist mit einem NEFZ-Verbrauch von 4,1 Liter, WLTP-Verbrauch von 5,3 Liter angegeben. Unsere Effizienzfahrt haben wir mit einem Wert von 5,1 Liter absolviert. Man kommt also relativ entspannt unterhalb des WLTP-Verbrauchs raus, wenn man möchte. Im Alltag, auch mit schnelleren Autobahnpassagen, jetzt über eine Strecke von 1500 Kilometern, haben wir einen Verbrauch von 6 Litern. Ich halte es aber durchaus für realistisch, dass man auch mit 5,5 Litern gut hinkommt, wenn man sich auf der Autobahn etwas zurücknimmt oder halt nicht ganz so viel Autobahn fährt. Der 1,6 Liter Diesel hier mit seinen 136 PS ist eine ausreichende Motorisierung für diesen gerade mal 1,45 Tonnen schweren Kombi.
Ich finde die Motorisierung angenehm. Wir haben maximales Drehmoment von 240 Newtonmeter. Das spürt man auch hin und wieder. Der Diesel schiebt schön an. Den Mild-Hybrid-Antrieb, sprich den Startergenerator, bemerkt man eigentlich nur hin und wieder mal. Auf keinen Fall ist das störend. Rundum, gerade wer als Pendler längere Strecken fährt, wird mit der Motorisierung sehr zufrieden sein. Was mich gestört hat, ist lediglich das Dieseln in den unteren Geschwindigkeiten. Ja, dann komme ich zu dem Assistenzsystem. Der Tempomat, den wir haben, der ist leider nicht adaptiv. Das heißt, ich kann eine Geschwindigkeit vorgeben und diese Geschwindigkeit hält das Fahrzeug dann eben so lange, bis man auf die Bremse tritt. Einmal geguckt, der verliert leider auch die Angabe beim Schaltvorgang. Also ich muss den dann immer wieder resume oder halt neu setzen, je nachdem, was mir lieber ist. Zuerst mal kommt das Fahrzeug mit einem Spurhalteassistenten. Ich lenke hier mal gegen die Spur. Das Fahrzeug fängt mich ein, hält mich aber nicht in der Mitte der Spur, sondern würde jetzt mich auf der linken Seite auch wieder einfangen. Es sei denn, ich drücke hier am Lenkrad die Taste mit dem Lenkrad und jetzt spüre ich sofort, das Fahrzeug lenkt permanent mit, unterstützt mich also fortwährend während der Fahrt und hält das Fahrzeug auch konsequent in der Mitte der Spur. Das Fahrzeug ist zudem mit einer Verkehrszeichenerkennung ausgestattet. Es greift aber leider auch auf Tempolimits aus dem Kartenmaterial zurück, die dann zum Teil veraltet sind. Hier die A33 von Bielefeld Richtung Osnabrück ist eigentlich frei. Er zeigt mir hier aber schon die ganze Zeit 130 an. Das Fahrzeug kommt zudem mit einem Totwinkelwarner, ein Signet hier im Spiegel, sollte jetzt gleich aufblinken. Das warnt mich nämlich 2, 3, 4 Fahrzeuglängen, bevor sich das Fahrzeug überhaupt in meinen toten Winkel schiebt. Somit haben wir alle 4 Assistenzsysteme mit an Bord, die ich mir wünsche. Schön wäre natürlich noch, wenn der Tempomat adaptiv wäre, zumindest aber bei Schaltvorgängen die Geschwindigkeit hält und die Verkehrszeichenerkennung hier auf alte Daten verzichten würde. Ja, Kinder, das war's auch schon wieder. Das war unsere Videokaufberatung zum Hyundai i30 Kombi Facelift mit dem Mild-Hybrid 136 PS Diesel und Handschaltung in der Ausstattungslinie Prime. Zum Ende der Videokaufberatung mal 2 Punkte, die mir negativ aufgefallen sind. Das erste, gerade wenn man geräuschempfindlich ist, ich finde, dass der Diesel in den unteren Geschwindigkeitszonen doch recht hörbar ist. Für mich teilweise gar störend laut. Und was ich auch sehr schade finde, ist, dass die Ausstattung hier hinten im Fond doch sehr, sehr kläglich ist. Kein Strom, keine Leseleuchten und das in der höchsten Ausstattungslinie Prime finde ich ein bisschen schade. Positiv hingegen erstmal der Verbrauch. Ich finde, wenn man das Auto zügig bewegt und dann bei 6 Liter rauskommt, also richtig zügig, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Man kann durchaus unter den WLTP fahren, wenn man sich zurücknimmt. Und das geht ja gut im Pendlerverkehr. Das ist schon mal sehr, sehr ordentlich. Und dazu finde ich, dass sie mit dem Facelift die Überarbeitung der Front, dass es wirklich gelungen ist, dass das Fahrzeug viel moderner, sportlicher und auch freundlicher aussieht. Das haben sie gut gemacht, finde ich. Gut, das ist nur meine Meinung. Die erzähle ich auch noch ein bisschen oder ich erzähle noch ein bisschen mehr in meinem zweiten Video auf Ausfahrt TV Plus. Das ist auch unten verlinkt. Eure Meinung interessiert mich natürlich auch. Schreibt sie mir doch gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, freue ich mich über einen Daumen nach oben. An dieser Stelle verabschiede ich mich wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan. Ihr kennt das übliche YouTube-Spielchen. Links und rechts oben findet ihr 2 Videos von uns, die genauso toll sind wie das, was ihr eben gerade gesehen habt. Klickt auf das Logo und dann könnt ihr unseren Kanal kostenfrei abonnieren und kriegt kostenlos immer Updates, wenn wir ein neues Video einstellen. Wenn ihr uns tagesaktuell begleiten wollt, folgt uns auf Instagram und Facebook. Die Links findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Macht's gut und bleibt gesund da draußen.